Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir üben hier die Bildung von Synonymen. Das ist ein prüfungsrelevantes Thema. Es kommt in jeder DSH-Prüfung. Dort müssen Sie Synonyme zum Thema, zu den einzelnen Wörtern bilden. Deshalb die Übung. Bilden Sie also bitte von Nummer 1 bis Nummer 11 ein Synonym, also ein ähnliches Wort, ein Wort, das eine ähnliche Bedeutung hat. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich werde Ihnen die Lösung im Beschreibungsteil des Videos nachliefern. Mündlich können Sie so üben. Nummer 1. Ein Synonym von Rumoren oder etwas rumort ist zum Beispiel etwas gärt. So, machen Sie nun allein weiter. Also ein Synonym von ist zum Beispiel. Sie können auch, wenn es Ihnen einfällt, mehrere synonyme Wörter dazu tun. Also, tschüss.